Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Wir haben es heute mit 23 neuen Mods und 5 Updates zu tun. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Southrider, Andreas, Robobot und Dark für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es geht mit schnellen Schritten Richtung 750. Und dann das nächste Ziel sind dann die 1000. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die heute im Livestream wieder fleißig mitgeholfen haben. Entweder auf dem Save an sich, also auf der Map an sich. Wir haben heute aus der Niedersachsenkarte gestreamt, wo wir quasi unser Community-Projekt vorgestellt haben. Des Weiteren möchte ich mich natürlich auch bei denen bedanken, die nicht mitspielen, aber ganz fleißig im Chat unterstützt haben. Wie immer starten wir natürlich erstmal mit den Updates und das erste Update heißt Pionier Saatgut, kommt von Z84, Downloadgröße 3,59 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Beschriftung auf Sojatüten korrigiert, Säcke und Paletten mit hinzugefügtem Sorghum, also die Sorghumhirse. Die nächste neue Mod ist der Lizard ST 16.000 Saatgut Überladeanhänger. Der kommt von Eisberger 00, Downloadgröße 5,27 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Sounds hinzugefügt, angepasste Entladegeschwindigkeit, Korntüranimation hinzugefügt, Lichter aktualisiert und Rückfahrlicht hinzugefügt, aktualisierte Farboptionen, Probleme mit den Aufhängungen behoben, 2 BKT und eine Friedelstein-Reifenoptionen hinzugefügt. Das dritte Update kommt für den Rabe Bluebird 6000. Der kommt von SMI Modding Team, Downloadgröße 7,49 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, feste Tiefeneinstellung mit Rollenkonfiguration. Das nächste Update kommt für den John Deere 1110, 1210, 1510G. Der kommt von Woodcraft Modding, Downloadgröße 27,58 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Lichter bei hohen, niedrigen und mittleren Settings korrigiert. Das letzte Update kommt für den John Deere 1270G Series. Der kommt ebenfalls von Woodcraft Modding. Downloadgröße 28,15 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Lichter bei hohen, niedrigen und mittleren Settings korrigiert. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist dieser MR650, kommt von Adams Kong, Downloadgröße 3,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Quad mit einer Leistung von 105 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 20 Litern, 100 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht 672 Kilo. Der Preis 14.000 Euro. Hier kann hinzugefügt werden Spanngurten-Set und zwar einmal die 1, das vorne, einmal hinten oder beide Optionen. Da kann man Sachen mit den Spanngurten festzurren. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod ist der John Deere 1630 und Werkzeuge kommt von ARM Team, Downloadgröße 12,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit standardmäßigen 60 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 160 Litern, Maximalgeschwindigkeit 30 km/h und das Gewicht bei 4,7 Tonnen. Der Preis 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein und Trelleborg. Des Weiteren kann ein Frontlader hinzugebaut werden, und zwar dieser von Stoll oder keiner. Und natürlich kann auch noch das GPS hinzugefügt werden, falls gewünscht. Dann das Frontladerwerkzeug, das von Stoll kommt, das kommt direkt mit diesem Paket zusammen. Das ist dieses hier. Das kostet 1000 Euro und wiegt 510 Kilogramm. Dazu kommen die passenden Frontlader-Anbaugeräte und zwar einmal den Ballenspieß für 600 Euro, Gewicht 94 Kilogramm. Hier kann die Hauptfarbe auch gewählt werden aus der Standardpalette.
Des Weiteren haben die Dunggabel mit einem Fassungsvolumen von 750 Liter, dem Gewicht von 165 Kilogramm und dem Preis von 1000 Euro. Auch hier, die Farben können gewählt werden aus der Standardpalette. Als nächstes kommt die Ballengabel mit 187 Kilogramm Gewicht, 800 Euro der Kostenpunkt und auch hier gilt die Standardfarbpalette. Dasselbe natürlich noch mit der Universalschaufel mit einem Ladevolumen von 1000 Liter, einem Gewicht von 351 Kilogramm und dem Preis von 1400 Euro. Auch hier gilt dieselbe Farboption. Die nächste neue Mod heißt Foriga DT25, kommt von Didi Mod Passion, Downloadgröße 6,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt hier ein sehr interessantes Gerät, das wiegt 2,6 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Metern und der Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h, der Preis 18.000 Euro. Das Gerät kann genutzt werden zum Mulchen, also wenn der Aufsatz Mulche dran ist. Dann den Krautschläger, das ist zum Beispiel, um Kraut von den Kartoffeln wegzunehmen, bevor sie geerntet werden können. Und dann haben wir noch die Mähtechnik, also hier haben wir ein Mähwerk, das auch verwendet werden kann. Also wir haben hier ein Gerät für alles. Die Position der Rollen kann hier noch verstellt werden, zwischen 0 und 66%. Die Zapfwelle kann auch noch gewählt werden, die Farboption einmal schwarz und einmal gelb. Dann Position der Deflektoren, da kann man auch schauen, welche Position diese einnehmen soll. Und natürlich die Position des Oberlenkers, ob diese hoch oder tief angebracht werden soll. Ein sehr praktisches Gerät, eines kaufen und dann einfach nur abändern die Funktion im Werk, in der Werkstatt. Da kann man mähen, mulchen und natürlich das Kraut entfernen. Die nächste Nummer heißt Deutz Fahrseries 7 und zwar kommt diese von User 555, Downloadgröße 11,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit standardmäßigen 224 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 435 Litern, 87 Litern DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 8,5 Tonnen. Der Preis 185.000 Euro. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen dem 7210er TTV mit 224 PS, den 7230er mit 245 PS, den 7250er mit 263 PS und der Varia, die ist dann die 7250er mit ebenfalls 263 PS. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Bredestein und Trelleborg. Des Weiteren kann noch die Felgenfarbe geändert werden, zwar zwischen Beige, Weiß und Schwarz. Ja, das waren die Einstellungsmöglichkeiten, da ich auf die Reifenvarianten nicht im Detail eingehe. Wir kommen zum Lizard 2630 und 2633 Bodenbearbeitungspaket. Das kommt von JT Sage, Downloadgröße 13,46 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dieses Paket vier Anbaugeräte. Und zwar zum einen ein dreiteiliger Grubberscheiber, einmal die fünfteilige Grubberscheibe, dann einmal eine Scheibenecke, auch dreiteilig oder die fünfteilige Scheibenecke. Wir schauen uns zum ersten Mal die dreiteilige Grubberscheiben an. Und zwar ist es diese hier. Kommt mit einem Gewicht von 14,4 Tonnen, braucht 400 PS, Arbeitsbreite 9,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis 86.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann gibt es die Möglichkeit, die Marke zu verändern und zwar von nur und zwar ohne Marke. Dann Amazone, Case IH, Deutzfahr und da könnt ihr alle Marken durchgehen, bis out mit Lizard, Massey Ferguson, New Holland, Waderstadt und wieder keine. Dann gibt es eine optionale Befestigung hinten, die kann man noch hinzufügen. Eine rollende Korbecke, eine Coiltine-Ecke, Zugmaul hinten oder keine Erweiterung. Bei der Hauptfarbe gibt es eine Riesenoption von verschiedenen Farbgebungen und zwar einmal von Metallic oder Chrom. Gibt es die verschiedensten Farbvariationen. Also ich habe vorhin hier genommen das metallisch Gold, das sieht so richtig kitschig aus.
Die Designfarbe habe ich dann genommen, entweder ein solches Blau, und bei der Felgenfarbe gehen wir natürlich auf Pink. Na, da kann man also wirklich sehr kreativ werden. Dann gibt es die fünfteilige Grupperscheibe. Die kommt mit einem Gewicht von 18,7 Tonnen, braucht 550 PS, hat eine Arbeitsbreite von 15,2 Metern, die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und der Preis liegt bei 156.000 Euro. Auch hier gibt es dieselben Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Reifen, wie auch dem Marken, wie natürlich auch dem hinteren Anbau. Auch die Farboptionen sind natürlich identisch, deswegen gehen wir nicht nochmal durch. Dann haben wir die dreiteilige Scheibenegge. Das ist im Prinzip das gleiche Gerät, nur heißt es einfach hier anders. Das wiegt 14,4 Tonnen, braucht 300 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9,2 Metern, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 80.000 Euro. Auch hier können die Reifenhersteller gewählt werden wie vorhin, BKT, Continental und Trenderborg. Dann des Weiteren gibt es hier die Marken, die wir eben schon gesehen haben. Und natürlich noch die hintere Anbauoption. Einmal die Coiltine-Ecke, einmal den Zug, das Zugmaul und einmal keine der drei Optionen. Auch hier dieselbe Farbpalette wie vorher. Dasselbe gilt für die fünfteilige, da gibt es nichts weiter zu sagen. Das haben wir schon gesehen. Das ist 400 PS benötigt diese. Gewicht 18,7 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 15,2 Meter. Die nächste neue Mod heißt New Holland 11090, kommt von Pepe 978, Downloadgröße 19,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit einer Leistung von 110 PS, wird manuell geschaltet mit zusätzlichen Lastschaltstufen. 130 Liter ist die Tankfüllmenge für Diesel, 40 km/h die Maximalgeschwindigkeit und kostet 85.000 Euro. Bei der Konfiguration kann hier gewählt werden von Standard auf hintere Kotflügel, dann Kotflügel allgemein, dann 315 kg Frontgewicht, einmal Gewicht und hintere Kotflügel, Gewicht und Kotflügel und die Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Vredestein, Michelin, Continental und Trelleborg. Dann die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann das Design kann geändert werden zwischen New Holland Tradition, New Holland Rot, Fiat Agri und die New Holland Tradition. Also hier kann man frei wählen. Dann der Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Stoll, Quickie und Hauer. Die Motorenausführung, die es gibt, die Motorenausführung gibt es die 11090er, das ist mit 110 PS, dann die 11390er mit 130 PS und zurück wieder zu der ersteren Version. GPS ist auch einschaltbar, weil es gewünscht, und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen New Holland Blau, New Holland Rot, Fiat Agri und natürlich, das wäre dann diese Option. Dann bei den Designfarben kann gewählt werden zwischen Schwarz, New Holland Rot und Fiat Agri. Also da kann man eigentlich machen, wie man möchte. Wir kommen zum Horst Terrano 4FX. Der kommt von T-Connect und PP 978. Downloadgröße 4,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber in zwei Versionen, einmal den Grubber, den 4FX, kostet 13.800 Euro, wiegt 2 Tonnen, braucht 150 PS und hat die Arbeitsbreite von 4 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 18 km/h und hier beim Design kann geändert werden von Smooth Discs zu Jacked Discs und zurück wieder zu Smooth Discs. Dann gibt es dieselbe Version, aber als Tiefenlockerer. Die kostet dann 16.200 Euro, wiegt 2,7 Tonnen, braucht 210 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Auch hier gibt es die Option zwischen diesen Discs auszuwählen, einmal die Jacked und einmal die Smooth Discs. Ja, das ist im Prinzip alles zu sagen zu diesem Paket. Deswegen gehen wir gleich weiter zum Iseki TJV 95. Dieser kommt von Fugato. Downloadgröße 11,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Dieser Traktor kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 95 PS, hat eine automatische Schaltung, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 3,7 Tonnen. Der Preis ist bei 54.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Kotflügel können hier vorne hinzugefügt werden, ja oder nein. Ein Frontgewicht kann hinzugefügt werden, ja oder nein. Und zwar macht dieses Gewicht 300 Kilo aus. Dann kann ein Frontlader hinzugebaut werden von Quickie, Hauer oder keinen. Des Weiteren kann die Hauptfarbe gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Silber, Schwarz und Weiß. Wir kommen zum Mist-Überladewagen. Und zwar kommt dieser von Flying Dutchman. Downloadgröße 15,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit drei verschiedenen Überladewagen. Und zwar einmal den Amity. Dieser kommt standardmäßig mit einem Volumen von 45 Kubikmetern, einem Gewicht von 12,8 Tonnen und dem maximalen Zuladegewicht von 32,2 Tonnen. Benötigt die Leistung 300 PS. Der Preis 35.000 Euro. Die Konfiguration, die hier ausgewählt werden kann, ist einmal zum Düngen, also Düngeinstellung, oder einmal die Rüben- oder Kartoffeleinstellung. Das ist also, das muss man quasi vorher festlegen. Die Hauptfarbe, die kann aus der Standardpalette ausgewählt werden, genauso wie der Entwurf 1 und auch der Entwurf 2, also Designfarben. Dann gibt es den Gürtel, der kann ausgewählt werden. Das ist also dieses Transportband hier. Ja, das ist die Optionen, die wir hier haben. Des Weiteren haben wir hier den RRW 500 Dünger an Auflagen. Da kommt standardmäßig mit einem Volumen von 50,7 Kubikmeter, hat ein Gewicht von 13,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 20,4 Tonnen und braucht 300 PS. Der Preis 37.500 Euro. Hier haben wir dieselben Optionen, wie zum Beispiel eben Rüben und Kartoffel oder Düngen. Die Reifenhersteller können wir hier auch sehen, haben dieselben Optionen. Dann die Reifenvarianten gehen natürlich nicht durch. Und die Farboptionen sind also dieselbe, wie wir das beim anderen Gefährt gesehen haben. Deswegen gehen wir gleich weiter zu dem dritten und letzten im Bunde. Das ist der KUW 2000 Düngenauflage. Und zwar kommt dieser mit einem Volumen von 24 Kubikmetern, einem Gewicht von 8,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 15,1 Tonne, benötigte Leistung 250 PS. Der Preis 25.000 Euro. Auch hier haben wir dieselben Konfigurationsoptionen, also Düngen oder Grübe und Kartoffel. Und hier kann frei gewählt werden, wie es euch lustig ist. Alles ist schön, sagt der Mai. So, das wäre zum Beispiel dieser eine Test hier. Da können wir das natürlich so dann kaufen. Was wichtig ist zu wissen, dass normalerweise diese Überladewagen nur für Rüben oder für Kartoffeln gedacht waren. Jetzt gehen sie für beides, sogar für Rüben und Kartoffeln. Und natürlich auch, wie der Name schon sagt, des Pakets, natürlich auch der Mist kann überladen werden. Wir kommen zum Grossetto SPL Pack. Das kommt von Didi Mod Passion. Downloadgröße 45,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit 8 verschiedenen Anhängern und 2 Aufsätzen. Daher gehen wir die gleich mal alle durch. Einmal haben wir den SPL 181. Der hat ein standardmäßiges Ladevolumen von 20,8 Kubikmeter, das Gewicht von 7,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 14,5 Tonnen, braucht eine Leistung von 47 PS, Sprüh- oder Arbeitsbreite von 5,5 Metern, 60 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, das ist sehr schnell, und der Preis liegt bei 56.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Lizard, Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann die Arbeitsgeschwindigkeit. Dann können die Marken verändert werden, und zwar von Grossetto zu Case IH, Class, Deutz, Fendt Neu, Fendt Alt, Hürlimann, JCB, John Deere, Lamborghini, Massey Ferguson, New Holland und Same, Steyr, Valtra und dann eine schwarze, und zurück zu der Grossetto-Version.
Des Weiteren kann eine Leiter hinzugebaut werden oder entfernt werden. Das ist diese hier vorne. Dann zusätzliche Rücklichter können angebracht werden oder nein. Dann der Anbaukupplungstyp kann gewählt werden. Und zwar losgelöst schwarz, losgelöst nicht losgelöst schwarz, dann losgelöst gelb, nicht losgelöst gelb. Das ist im Prinzip, ob hier die Zapfwelle verfügbar ist oder nicht. Spritzschutz hinten, nein oder ja, wird ein Grossetto-Dings hinzugebaut. Seitenstoßfänger können entfernt oder hinzugefügt werden. Rücklichtdesign kann gewählt werden zwischen Design 1, 2 und 3. Die Felgenfarben können gewählt werden zwischen Silber, Chrom, Weiß und Schwarz. Im Prinzip ist dieses hier dieselbe Option, nur gibt es hier eine Holzwand und hier ist die metallige Wand. Deswegen gehen wir gleich zum nächsten weiter. Und zwar ist es der SPL 201, hat ein standardmäßiges Ladevolumen von 32 Kubikmetern, ein Gewicht von 9,8 Tonnen, maximales Zuladergewicht von 18,2 Tonnen. Der braucht 103 PS, Sprüh- oder Arbeitsbreite von 6,5 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 60 km/h und der Preis liegt bei 81.000 Euro. Die Bordwandhöhe kann geändert werden von 1,50 m plus 30 cm zu 1,50 m und wieder zurück zu 1,80 m. Die Reifenhersteller haben wir schon angeschaut. Dasselbe, alles andere ist im Prinzip identisch. Hier auch wieder der Ankupplungstyp, der Spritzschutz, die Seitenstoßfänge, Rücklichtdesign ist überall dasselbe, sowie auch eben die Felgenfarbe. Da hier ist auch wieder dieselbe Option, daher gehen wir gleich zu dem nächstgrößeren und das ist der SPL 703. Der hat ein standardmäßiges Zuladevolumen von 33,8 Kubikmeter bei einem Gewicht von 10,3 Tonnen und maximalem Zuladegewicht von 20,7 Tonnen. Braucht 132 PS, hat eine Arbeits- oder Sprühweite von 7 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 60 km/h und der Preis 105.000 Euro. Auch hier haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie beim vorherigen Modell, außer wir haben hier auch noch eine Option von 1,50 m plus 60 cm und zurück zu der Standardversion. Auch hier wird natürlich das Ladevolumen angepasst. Je höher das geht, desto mehr Ladevolumen hat man. Jedoch kann das maximale Zuladegewicht nicht geändert werden. Da es überall das circa dasselbe ist, schauen wir uns diesen nur ganz kurz an. Dieser hat dann ein Ladevolumen von 46 Kubikmetern bis und mit 50 Kubikmeter. Da gibt es verschiedene Varianten. Die 50 Kubikmeter ist die maximale Variante. Alles andere bleibt sich genauso wie bei den anderen Modellen. Deswegen gehen wir gleich weiter zum RL2. 15.000 Euro mit 4 Streuschnecken oder 2 Streuschnecken. Dann die Hauptfarbe kann auch wieder gewählt werden. Hier die ganze Farbpalette der verschiedenen anderen Marken. Zapfwelle kann gewählt werden, ob schwarz oder gelb. Dann ist ein vollständiger Heckschutz noch möglich. Entweder einmal die Nein- oder die Ja-Version. Das heißt also hier, dieser Heckschutz wird dann hinzugebaut. Wiegt 1,5 Tonnen. Braucht 64 PS, hat eine Sprühweite von 24 Meter bei einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Preis 15.000 Euro. Dann kommen wir zum RL4. Der kommt ebenfalls mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, braucht 64 PS, hat eine Arbeit- und Sprühweite von 27 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und der Preis 15.000 Euro. Hier gibt es die Option für der 4 Streuschnecken, der 2 Streuschnecken und den 4 Streuecken. Des Weiteren haben wir die Option schon gesehen, deswegen gehen wir auch gleich zu der nächsten Mod. Die nächste neue Mod heißt Anhänger Attacher Unterstützung, kommt von Game Master, Downloadgröße 0,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Anhänger Attacher Unterstützung mit einem Gewicht von 100 kg und kostet 100 Euro. Hier gibt es die Trailer-Unterstützung plus Attacher, das ist also dieses mittlere Teil hier, oder eben ohne. Das sind die beiden Optionen, die wir haben. Wenn das geladene Gerät zieht, wird das Gerät angehoben und seine Last auf die Reifen übertragen. Wird normalerweise bei älteren Traktormodellen mit festem Haken verwendet. Es hat eine sehr realistische Struktur.
Wir kommen zum New Holland TC5 Series. Kommt von DB Modding. Downloadgröße 18,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Dresche mit einer standardmäßigen Leistung von 175 PS, 300 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 70 Liter für DEF, 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 5,2 Tonnen oder 5200 Liter passen in den Korntank rein, Gewicht 11,1 Tonne und der Preis 140.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zwischen dem TC5.70 und dem TC5.80 mit 227 PS. Dann gibt es noch den T5.90 mit 258 PS. Die 70er Version, da sind wir wieder beim Start. Die Reifenvarianten können gewählt werden zwischen Mitas, Michelin, Continental, BKT und Friedestein. Natürlich noch Trelleborg dazu. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann das Design kann geändert werden. Eine Rohrbeleuchtung, da wird also ein Lichtchen hinzugefügt am Rohr. Eine 360 Grad Beleuchtung, also rund um das Ding rum, oder eine Standardversion. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb 1, Gelb 2 und Gelb 3 und Schwarz. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß 1, Weiß 2, Chrom und Chrom 2. Dazu kommt das passende Schneidwerk, und zwar mit einem Gewicht von 2,3 Tonnen. Arbeitsbreite 5,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis 30.000 Euro. Hier kann die Hauptfarbe entsprechend geändert werden zwischen Gelb 1, Gelb 2, Gelb 3 und natürlich Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Kleines Getreidesilo, kommt von DDEX 96, Downloadgröße 9,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Silo so daher, das sind 10.300 Euro zum Platzieren, hat ein Volumen von 25.100 Liter. Und kann natürlich standardmäßig mit Getreide gefüllt werden. Interessant ist, man kann hier, wenn man hier auf diesen Trigger steht, kann man die Korndrossel abbauen. Dann kommt also hier das hier zum Vorschein. Und wenn wir zum anderen Trigger rübergehen, kann man das Gebläse hinzubauen. Das heißt also, hier wird eingefüllt und hier wird abgefüllt. Ja, das sind also eine schöne Option. Kann man wegmachen. Die nächste neue Mod heißt Hühnerstall, kommt von Matei Mods, Downloadgröße 9,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter den Tieren und bei den Hühnern. Das ist dieses Gebäude hier, kostet 25.000 Euro und beherbergt 80 Hühner. Und man kann natürlich diesen auch betreten, wenn man hier aufmacht, geht diese hier auf mit einer schönen Animation. Das ist dann dieses hier. Kann ja auch das Licht einschalten, wenn man hier an diesem Schalter steht, kann man das Licht ein- und ausschalten und natürlich die Tür auch wieder schließen. Die nächste neue Mod heißt Bauernhaus, kommt von GamerHZSFSH, Downloadgröße 6,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäuden und Farmhäuser. Das ist dieses hier, Kostenpunkt 40.000 Euro, 10 Euro Unterhalt pro Tag. Hier kann man sich umziehen und hier kann man schlafen gehen, wenn einem so ist. Es gilt zu beachten, dass die Garage hier nicht betriebbar ist, also hier gibt es keine beweglichen Teile. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das die hölzerne Schütze. Die kommt von Yellowneck, Downloadgröße 55 kW in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Stütze ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Also nicht so wie gesagt in der Mod-Hub, dass es eine Dekoration sei. Nein, es ist unter Tools zu finden. Können so platziert werden und können natürlich damit dazu verwendet werden, gewisse Sachen vor dem Rollen oder Wegrollen zu verhindern. Das heißt also, hier könnte man zum Beispiel Baumstämme hinlegen und die würden dann seitlich nicht wegrollen. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das die Verladerampe. Diese kommt von STV Modding, Downloadgröße 1,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Rampe ist zu finden natürlich im Baumenü unter Tools.
Tools. Das ist diese Rampe hier, kostet 1000 Euro und kann benutzt werden, um einfache Anhänger beladen zu können, sei es mit dem Radlader oder anderen Gerätschaften. Die nächste neue Mod ist die Zaunmauer und Tor, kommt von Mickey Mapper, Downloadgröße 0,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich zu finden, unter Zäune, also Dekoration und Zäune. Da kann man also hier eine Mauer so hinbauen und dann kann man auch das Tor nehmen. Das wird ja auch einem angezeigt, in welche Richtung dieses Tor sich öffnet. Wenn es zum Beispiel so rumgeht und dann geht es weiter mit der Mauer. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar sind das die Maschinenschuppen. Diese kommen von Rogi12PL und Simon345, Downloadgröße 9,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen diese Schuppen in einem Paket von zwei verschiedenen Gebäuden. Einmal diese hier, das ist die 8000 Euro Version, die ist schon aufgebaut ist. Dann haben wir die 12.000 Euro Version, wird hier quasi als Ballenschuppen angegeben. Jedoch kann natürlich auch benutzt werden, um gefährte Fahrzeuge unterzubestellen. Die Unterhaltskosten pro Tag liegen zwischen 8 und 12 Euro. Die nächste neue Mod heißt mittlere und kleine Garage, kommt von Mathieu Mods, Downloadgröße 13,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier, wie gesagt, die mittlere Garage, wie auch die kleinere Garage, die dann im Prinzip nur halb so groß ist. Wie auch die kleine Garage, die dann eben auch halb so groß ist. Kostenpunkt 30.000 Euro, die mittlere 40.000 Euro. Unterhaltskosten liegen zwischen 10 und 15 Euro. Auch hier öffnen sich die Türen natürlich. Und wenn man hier zu diesem Elektroschalter hingeht, dann kann man auch das Licht ein- und ausschalten. Was hier passend ist, sind einfach diese dekorativen Objekte, die gleich mitkommen. Also es ist richtig, richtig schön. Die nächste neue Mod heißt Kleiner Schuppen. Kommt von Mathieu Mods, Downloadgröße 8,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Schuppen hier, kostet 20.000 Euro, 10 Euro Unterhalt pro Tag. Ist genau natürlich wie der andere auch sehr detailliert gemacht, ist aber im selben Stile. Auch hier gibt es natürlich den Lichtschalter und einen kleinen Unterstand hier zum Durchfahren. Also praktisch auch hier wieder dekorative Elemente, die da verbaut sind. Das sind bei all diesen Mods, die von Mathieu Mods kommen, richtig schön gemacht. Dann kommen wir zu der alten Scheune. Diese kommt von Coremir, Downloadgröße 11,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieses Gebäude hier, kostet 26.500 Euro und 20 Euro Unterhalt pro Tag. Das Schöne dabei hier ist, es ist so leicht durchsichtig, also nicht geschlossene Türen, also da kommt Luft durch, rein und raus. Auch hier schön gemacht, was uns auch gleich zu der letzten neuen Mod führt. Und zwar ist dies die Scheune mit Garage. Diese kommt von Leo Leo, Downloadgröße 14,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Gebäude hier, kostet 70.000 Euro und 20 Euro. Euro Unterhalt pro Tag. Auch hier gibt es sehr viele Optionen, hier die Türen und Touren aufzumachen. Hier gibt es eine Version hier, dann gibt es auch diese Version hier. Da kann man des Weiteren hochgehen, hat dann oben noch einen Unterstand für diesen Unterstand hier, wo man auch was lagern kann, also Ballen oder und so weiter kann man hier also lagern. Und hier gibt es natürlich auch das Licht, das hier ein- und ausgeschaltet werden kann. Auch hier gibt die Tür auf. Und natürlich geht auch das hintere Tor. Wie natürlich auch dieses Tor geht natürlich auch auf. Das war's denn auch schon wieder für heute. Das waren die Mods von heute, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine weiteren Inhalte, die auf diesem Kanal veröffentlicht werden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde morgen das Video zu den Mods, die am Freitag herauskommen, nicht machen können, denn es ist Freitag. Ich habe meine Tochter. Ich erreiche dann das Video am Sonntag nach. Ich hoffe,
Ihr verbringt ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch alles Beste. Danke, tschüss und hasta luego.